Wir wollen uns in den folgenden Minuten, in der folgenden Stunde der 61. Berlinale widmen. Wird morgen eröffnet. Es wird in diesem Jahr auch wieder eine Brandenburg-Jade sein. Denn 17 Filme, die vom Medienbord Berlin-Brandenburg gefördert wurden, die laufen im offiziellen Festivalprogramm. Über zwei dieser Filme wollen wir dezidiert reden, die anderen im Blick haben. Wir wollen über Babelsberg die Arbeit am Filmstandort erzählen. Einfach auch ein bisschen Lust machen auf die morgen beginnende Berlinale. Ich freue mich, dass wir zwei hier vorne haben, die direkt mit Film zu tun haben. Eins Pfeil auf der Erstfeier, anderes Pfeil auf der rechten Seite. Der Regisseur des deutschen Wettbewerbsbeitrages, Wer, wenn nicht wir, hat auch den Dokumentarfilm Der Kick gemacht, der sich mit einem unangenehmen brandenburgischen Geschehen auseinandergesetzt hat. Christoph Wisser kennen Sie als den Chefmann in Babelsberg. Heute ist er zu uns gekommen, weil er auch Co-Produzent von Unknown Identity ist, ein Film, der außer Konkurrenz im Wettbewerb läuft. Christine Nibus ist die Geschäftsführerin des Medienboards Berlin-Brandenburg und der Mann in der Mitte, den kennen Sie auch alles, der Staatssekretär, im für die Filme, für die Filmförderung, für die Medien zuständigen Wirtschaftsministerium, das auch für Europa zuständig. Wir wollen Sie filmisch einstimmen. Liebe dich, Mascha. Dass wir von hier aus optimal operieren können und dass ich trotzdem abends nach Hause fahren kann, das ist eine gute Kombination. I could imagine making this film. Beteiligt hat, den auch die Landesregierung nie alleine geschafft hätte. Wir haben auch bei Berlin einen großen Anteil dran, aber es ist vor allen Dingen eine Geschichte, die Holzern hat, da wollte ich dann darauf hinweisen. Was man auch hörte eben im Film, in den Zitaten, das war der Spruch von Kate Winslet, Back in Berlin, hat sie gesagt. Das heißt, wer hier einmal gedreht hat, der kommt gerne wieder. Das ist, glaube ich, auch ein Punkt, den man beachten muss. Das hat eben viel damit zu tun, dass die Qualität hier stimmt, das Paket stimmt. Also hier dieses Jahr nochmal überrundet haben, stark aufrüsten. Und das ist ja die Frage, was macht man mit dem Geld? Und Film geht dahin, wo es ausreichende Fördermittel gibt. Ich glaube, im Moment sind wir ganz gut ausgestattet in der Region. Die anderen Bundesländer, vornehmlich Bayern und Nordrhein-Westfalen, sind sehr nervös. Berlin ist wirklich mit riesengroßem Abstand Nummer 1 in Deutschland. Und dann glaube ich, zu den 500% kann man noch anfügen, dass es wahrscheinlich noch viel, viel mehr ist, weil wir wirklich auch durch die hervorragende Arbeit des Medienboards zu einem Standort geworden sind, der einfach hochattraktiv ist und wir auch Filme haben, High-Budget-Filme jetzt, werden wir demnächst Drehstart haben für einen, der heißt Hansel and Gretel, sehr, sehr amerikanisches Thema. Aber durch die früher noch Berliner Filmförderung, dann Filmboard und dann schließlich Medienboard angeht. Insbesondere jetzt bei den letzten beiden Projekten eine sehr nicht nur gute Zusammenarbeit, die man jetzt vom Medienboard erwartet, eine sehr persönliche. Beim Kick eine sozusagen von jetzt auf nachher Entscheidung, ein Theaterstück filmisch umzusetzen, wo wir innerhalb, glaube ich, von 20 Tagen eine Zusage bekommen haben unter erschwerten Bedingungen, weil wir dieses Dekor eben nur noch wenige Tage hatten, dieses Theaterstück filmisch umzusetzen. Das heißt, was war denn Ihre größte Herausforderung im letzten Jahr? Sie haben ja eben da schon sehr nette Geschichte erzählt. Die größte Herausforderung war, glaube ich, der Film von Roland Emmerich, Anonymous, der im September dieses Jahr ins Kino kommen wird. Er hat einfach, war sehr bauintensiv, war für uns wirklich eine ganz neue Erfahrung, weil da mehrere Oscar-Preisträger in Visual Effects dabei waren, Volker Engel, Marc Weigert. Und wir haben den Film mit Visual Effects eigentlich begonnen und haben dann den Look, so ist der Look des Films kreiert worden, und haben dann die Sets gebaut und haben wirklich London vor 500 Jahren erschaffen. Und das war spannend, auch für alle Mitarbeiter.